Ich weiß nicht, ob die Kamera das kann, aber erklär mir das mal. Über 12, über 12, 14, über 10, 12. Entsprechend ändert sich der Preis. Da oben steht der Zug 9 und 9 jetzt auch schon dran. Nächste Station, Subsin-Lissot. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Es ist 9.31 Uhr und das waren 186 Kilometer. Und ich war, ach Gott, 2 Stunden und 50 Minuten in Bewegung und 2 Stunden und 30 Minuten Pause. Oh je, dann war ich also über 5 Stunden jetzt unterwegs. Aber hier habe ich ja vorgestern aufgehört. Hinter uns ist die Brückenkonstellation. Nach wie vor regnerisches Wetter. Ich werde jetzt das Gerät starten. Ich gehe mal davon aus, 20 Kilometer, 5 Stunden ungefähr. Dann bin ich wieder in Güstrow und da steht das Auto ja und dann kann es ja wieder zurückgehen. Jetzt war ich eine ganze Zeit auf frei erfundenen Wegen unterwegs. Nein, das ist wieder der Jakobsweg und diese Helga von Schwedenweg. Und das hier ist jetzt die offizielle Wegzusammenführung. Das heißt, es gibt ja zwei Varianten. Wieder. Die eine läuft jetzt hier lang und da oben an dem Pfahl sehe ich auch schon wieder diverse Markierungen, nur keine von uns. Und es gibt noch eine zweite Variante, die müsste da irgendwo, Moment mal, die müsste da unten lang gehen. Kann ich aber jetzt, weit weg ist sie auf keinen Fall. Ja, so, und hier haben wir auch die Fahnen, aber gut, das sind jetzt nicht die ersten Fahnen, die waren heute schon öfter da. Ja. Gut. So, dann sind wir im Weg, zumindest in einer Variante von zwei, die wir hier zur Wahl haben. Das ist wieder der Jakobsweg und das sind 2,8 Kilometer, also gute 3 Kilometer von Subsin wieder hierher. Gut, man hätte jetzt einen kürzeren Weg gehen können. Ich bin jetzt wieder in so einem Dreieck gelaufen. Ja. Weil ich halt als Tagestourist natürlich auch immer irgendwie eine Aufstieg- und Einstiegsmöglichkeit über einen Bahnhof möglichst suche. Okay. Wenn ich das richtig sehe, da schließt sich jetzt da an dem Trafohäuschen wieder das Ding mit der Alternativroute, die es gegeben hätte. Hier soll ein Weg sein. Der ist sogar als Trail hinterlegt. Aber seht ihr hier irgendwas? Wie gesagt, im Gerät ist ein Weg eingezeichnet, der gar nicht da ist. Was sagt man dazu? Hier verabschiedet sich der Jakobsweg mal wieder. Und wir das wäre der Jakobsweg und wir bleiben wieder mal auf der Autostraße Güstrow 15 Kilometer. Güstrow 13 Kilometer und man hört schon, ne?
nach einigen Kilometern auf der Straße sind wir jetzt wieder im Wald. Und bei solchen Bäumen ist immer die Frage, ob die wohl zufällig hier liegen. Also ich würde mal so sagen, den hat hier jemand hingelegt. Eine Bank, die sieht sogar total neu aus. Aber das ist nicht das, warum ich zur Kamera greife. Bänke sind hier zwar auch Mangelware. Was sieht mein Hühnerauge denn da? Heute singe ich, morgen tanze ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Was ein Glück, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Er hat doch auch ums Feuer getanzt, oder? Geil. Eine offizielle Feuerstelle. Würde ich zumindest mal für eine halten, ne? Ja. Ich komme aus dem Staunen nicht wieder raus. Warum staune ich eigentlich so? Das ist woanders selbstverständlich. Ne? Aber irgendwie seit Stralsund sind die Sachen, die ich jetzt hier kurz vor Güstrow merke, doch was Besonderes. Irgendwie eine Markierung für E10? Nee. Gut. Gemäß Karte und Kompass geht es jetzt hier weiter. Hier habe ich gerade wieder was Interessantes gelesen. Das ist ja so ein Hochsitz, so ein Hochstand. Und das muss ich doch mal eben vorlesen. Habe ich auch bloß durch Zufall gesagt. Jagdwirtschaftliche Einrichtung. Betreten, verboten und strafbar. Nach Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 3 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 3 Landesjagdgesetz. Das staatliche Forstamt. Okay. Das müssen wir uns doch mal, wenn wir zu Hause sind, wirklich angucken. Ja gut. Jetzt muss man sich ja wirklich fragen, was passiert, wenn man sich da jetzt reinsetzt, um Kaffee zu trinken? Und dann kommt der Förster. Ne? Und diese Strafbarkeit, ja, wie gesagt, da muss ich gleich mal zu Hause wirklich gucken. Halt, ich, wenn das schon so ein verschachtelter Satz ist, für ein bisschen weit hergeholt. Aber schauen wir mal. So, hier verlasse ich dann den Wald. Ja, jetzt geht es wahrscheinlich wieder auf der Hauptstraße weiter. Oder? Das könnte noch eine Option sein. Wir gucken mal, ob da eventuell ein Radweg noch ist zusätzlich. Das ist doch eine schöne Straße, ne? Das habe ich aber auch noch nie gesehen. B-Funk 22 FM. Industriegebiet, wie es aussieht. Und mich interessiert,
gehen da vorne jetzt Fußwege los oder gehe ich hier den Umschlenker durchs Gebiet? Weil sicherer. Blasewitzer Burg. Prima Burg. Da unten weht noch der richtige Geist der Deutschen Demokratischen Republik, als ich da lang gegangen bin. Schön, ne? Auch noch hier richtig die Betonplatten überall. Ja, so auf der anderen Seite. Natur- und Umweltpark Güstrow. Also ob das hier richtig ist, was ich hier mache, von da bin ich gekommen. Und wenn man hier jetzt mal guckt, das scheint irgendwie eine riesengroße Betonfläche einfach nur zu sein, wo ich hier drauf bin. Wofür die dann auch immer mal da gewesen sein könnte. So, gemäß GPS-Gerät soll da hinten gleich wieder ein Weg sein, wenn da kein Zaun zwischen ist, heißt das. Hier endet dann wohl der offizielle Track. Also irgendwie soll es hier gemäß GPS geradeaus weitergehen, tut es aber nicht. Ist aber mal ganz spannend zu sehen, wie viel oder wie wenig nach gut 20, 25 Jahren von so einer Straße noch da ist, ne? Was hier wohl mal war, das muss eine Industriebrache aus der guten alten Zeit sein. Das Gelände, auf dem ich gerade war, war es komplett irgendwie eingezäunt. Jetzt bin ich hier wieder auf einer Hauptstraße. Also die Wege, die im GPS-Track stehen, sind alle irgendwie nicht da. Wie viele Jahre mag das dauern, bis das so ineinander wächst? Kreis und Barlach statt Güstrow, Landkreis Rostock. Ich dachte immer, Güstrow sei selbstständig. Das soll ein Fischleiter sein. Ja, und hier habe ich auch den Jakobsweg wieder eingefangen, wie man sieht. Wasserwirtschaftliche Anlage, betreten auf eigene Gefahr, ja. Hier schließt sich jetzt unsere Runde und zwar da oben hoch, da bin ich dann offiziell in den Weg eingestiegen. Eigentlich, also unser Weg würde jetzt hier oben
hochgehen und da oben auf der Ecke habe ich letztes Jahr die ersten Aufnahmen gemacht. Gut. Und da unter der Brücke jetzt schließt sich dann die Runde endgültig. Dann ist der Weg jetzt von Stralsund bis Großkörris erkundet. Ich bin wirklich an dem Punkt, dass ich jetzt sagen kann, von Stralsund bis Großkörris bei Zossen habe ich den Weg, den E10 jetzt bezwungen. Ein kleines Wunder ist passiert. Ich bin in Güstrow wieder. Mal, hier habe ich ja die große Tour letztes Jahr im Sommer gestartet, nach Großkörris, also Richtung Cottbus, Zossen. So, kommen erstmal die technischen Daten. Es waren 21,2 Kilometer. Es ist 14.47 Uhr, 4,3 km/h in Bewegung, 4 km/h Gesamtschnitt, 10 Meter über normal Null, 4 Stunden und 55 in Bewegung, 19 Minuten und 15 Sekunden Pause. War eine kurze Tour. Irgendwo war es eine schöne Tour, irgendwo war es auch nicht so eine schöne, so durchwachsen. Also gut, die letzten Kilometer zogen sich. Es ging eigentlich ganz angenehm los. Ich stand ein paar Mal wieder da mit diesen Daten, hatte ich Probleme, ärgste Probleme. Also eine Straße, die ich gehen sollte, gab es gar nicht. Gerade zum Schluss auf der Hauptstraße, wirklich ohne Radweg, links den Autos entgegen. Und dann endete das noch auf so einem alten Industriegebiet. Da weht wirklich noch der Zeit von Erich und Margot. Also war eigentlich total schön. Aber war auch nicht dafür bestimmt. Das war durchaus noch eingezäunt, dieses Industriegebiet. Also, ja. Da würde ich sagen, rückblickend, wenn ihr da auch lang wollt, ist es sinnvoller, geradeaus die Straße am Skymarkt geradeaus weiterzugehen und sich dann anders einen Weg zu suchen. Aber ab da, ab Primaburg oder wie das hieß, hatte ich dann auch nur noch die Daten von AutoaktivNet. Ich arbeite ja auch viel mit den Daten von Herrn Shimura. An sich eine schöne Tour. Jetzt bin ich aber auch glücklich, dass ich hier erstmal fertig bin und dass ich den E10, den europäischen Fernwanderweg E10, jetzt auch besiegt habe. Zumindest erstmal bis Zossen Großkörris oben. Ja, und wann es dann da weitergeht, gucken wir nochmal. Die nächsten Touren sind jetzt erstmal der E9 an der Ostseeküste entlang. Von Travemünde, Wismar, Rostock. Bis dahin. Tschüss.